Person, herzlich willkommen. Das ist bereits der Start zu unserem kleinen Ausflug mit Ultraleichtflugzeugen nach Donaueschingen. Donaueschingen liegt bei Willingen im Schwarzwald. Ja, Start ist gut geglückt. Wir waren insgesamt mit 4 Personen unterwegs in 2 Ultraleichtflugzeugen. Start erfolgte am Langenlonsheimer Flugplatz. Das Wetter sieht hier ganz gut aus. Wir mussten ein bisschen warten, bis es so aufgerissen ist. Am Anfang war doch die Sicht sehr dunstig, aber wir hatten dann Glück und die ganze Sicht hat sich dann im weiteren Verlauf immer mehr verbessert. Hier sieht man nochmal die Route. Start, Flugplatz Edel, also Langenlonsheim. Dann sind wir an Speyer vorbeigeflogen, Karlsruhe, Bruchsal. Dann haben wir Stuttgart quer abgenommen und dann kam Donaueschingen schon. Jetzt verlassen wir auch die Platzrunde von unserem Heimatflugplatz und die Reise geht nach Süden. Den nächsten Ort, den man hier sieht, ist Speyer am Rhein. Und hier kann man auch schon den Flugplatz von Speyer sehen. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann sieht man im Landeanflug eine Maschine auf dem Flugplatz nach Speyer. Hier links sieht man jetzt das Ultraleichtflugzeug unserer Begleiter von Uwe und Alex. Uns ging es gut, war auch mal Zeit für einen kleinen Snack zwischendurch. Die Instrumente waren alle im grünen Bereich, also ein sehr entspannter Flug, den wir bis dahin erleben durften. Hier kamen schon die ersten Ausläufer vom Schwarzwald. Immer wenn man so über größere Waldflächen fliegen muss, dann muss man halt immer ein Auge nach draußen haben, für den Fall, dass mal der Motor ausfällt oder eine sonstige Notsituation eintritt, dass man genügend Außenlandefelder noch anfliegen kann. Der Aufzugstestturm ist ein 246 Meter hoher Turm zum Testen von Expressaufzügen und Hochgeschwindigkeitsfahrstühlen. Erbaut wurde er zwischen 2014 und 2017. So langsam näherten wir uns dem Zielflugplatz in Donaueschingen. Sandra zeigte drauf. Ja, dann ist das normale Prozedere einzuhalten. Gegenanflug, Queranflug, Endanflug. Ja, jetzt sind wir schon im Endanflug. Kurz vor dem Aufsetzen, nach dem Überfliegen der Schwelle, kann man dann tatsächlich landen. Nach dem Landen rollt man dann so schnell wie möglich ab, kriegt vom Tower die entsprechenden Informationen zum Rollen. Da wir über Nacht bleiben wollten, wurde uns eine Parkposition dann zugewiesen. Wir konnten nebeneinander parken. Dann haben wir die Maschinen ausgemacht, fertig abgestellt. Ziel erreicht. So, angekommen. Super. Hat alles bestens geklappt. Landung war perfekt. Wetter war ganz gut. Die Sicht wurde dann deutlich besser. Von daher perfekt. Gut, dann steigen wir mal aus. Geschafft. Sehr schafft. Wichtig ist immer nach einer Landung, dass man sofort die Formalitäten ausfüllt, wie hier zum Beispiel das Flugbuch. Ja, cool. Wir sind angekommen. Voller Flug. 1 Stunde 44 hat es gedauert, Landung war top, Wetter wurde immer besser, die Sicht hat sich dann deutlich verbessert. Ja, alles ganz unspektakulär, hat Spaß gemacht, die Funkerei ging easy,
hört man gerade, wie jemand startet. So schreien. So. Und unser Hotel. Wie hat es dir gefallen? Ach, gut, war super. Ging total schnell rum. So, hier sieht man mal unser Hotel, in das wir einchecken. Das ist der blaue Kasten. So, und da sieht man, wie gerade jemand sich vorbereitet zum Start. Und da sieht man unsere Mitflieger, die mit uns den Weg gezeigt haben. Unser Navigatorenteam. Hallo. Angekommen. Ja. So, im Hintergrund seht ihr unser Hotel. Macht einen guten Eindruck, Zimmer sind okay, alles bestens und die Preise in der Minibar sind ein Traum, oder? 1 Euro. Und das für ein schönes Bierchen, also nicht schlecht. Wir haben uns schon überlegt, den ganzen Tag auf dem Zimmer zu verbringen. Leider sind nur 2 Bier in der kleinen Minibar drin, deswegen sind wir jetzt doch wieder rausgegangen. Das Fliegen durstig macht, ist ja allgemein bekannt. Jetzt waren wir auf der Suche nach dem Fliegerstübel der dort ansässigen Gastwirtschaft. Es hat einen kleinen Moment gedauert, aber wir haben sie dann doch letztendlich gefunden. Wir sind sportlich unterwegs. Ja. Jung, junge Spunde. Ja. Jungspund. Frauen, Mädels und Jungs. Also doch in die Richtung ins Fliegerstübel. Ist in der Nähe vom Hotel, direkt daneben. Wir probieren unser Glück und schauen das. Und hey. Wir haben es geschafft. Es ist dunkel draußen. Darüber denken wir ein Momentchen nach. Jetzt ist nichts eingefallen. Okay, wir haben nachgedacht. Also, wir hatten einen super geilen Flugtag. Das Schöne ist, der Uwe, der jetzt gerade die Kamera hält, hat es geschafft, Sprit zu organisieren. Und ich meine wirklich nicht diesen Sprit, sondern er hat Benzin organisiert und wir haben unsere ULs nachgetankt. Was dazu führte, dass ich das Parfum Super Bleifrei Plus mittlerweile an meinen Händen und Kleidungsstücken habe und ich einen leichten Dunst um mich herum verbreite. Aber nichtsdestotrotz, morgen können wir eine schöne Tour machen, wenn wir keinen Nebel haben. Und wir meinen jetzt damit nicht den Brain-Nebel, sondern also es ist wirklich der Nebel. Er trinkt nämlich Wein und Bier. Ja. Das rate ich dir. Richtig. Bier und Wein, lass es sein. Und so Wein, hat er es nämlich gemacht. Genau. Ja. Also die Reihenfolge hat er gemacht. Ja, hast du mal also gut. Haben wir morgen 2x Nebel. Ja. Und wenn es dann gut läuft, machen wir nochmal eine kleine Extratour über den Bodensee, weil wir sind vollgetankt. Wir sind vollgetankt. Im Sinne des Wortes, ja. Und können somit die Welt nochmal bereisen. Guten Morgen. Das war der Blick aus unserem Fenster, aus unserem Hotelfenster auf die Landebahn. Ja, leider haben wir ein bisschen Nebel. Die Sicht ist momentan ein bisschen kritisch. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken und dann besprechen wir, was wir machen. Vielleicht gehen wir nochmal ins Städtchen und schauen uns das an, weil gegen Mittag soll es dann besser werden und die Sichten überall in Deutschland wieder gut fliegbar. War die Nacht im Hotel? Super. Matratze für mich ideal. Für den Herr des Hauses. War so zu weich. Für mich war es gut. Ich bin der Herr im Haus. Nee, war gut. Und das Frühstück? Frühstück war auch super. Gab sogar Sekt. Und? Nee, aber keinen getrunken. War toll, Frühstück. Ideal. So, wir haben jetzt ausgecheckt. Ach, das so lassen wir mal weg, oder? Wir haben jetzt aus dem Hotel ausgecheckt. Das Wetter wird immer besser. Noch ist aber die Sicht ein bisschen kritisch. Also laut DWD-Wetterbericht wird es in 1-2 Stunden erst richtig gut. Ja, wir laufen jetzt mal nach Donaueschingen in den Ort hinein. Das ist nicht weit von hier, so circa 1 Kilometer Fußweg. Schauen uns mal da die Ortschaft an und dann werden wir uns irgendwann auf den Rückweg machen. Ja, jetzt sind wir hier mitten in Donaueschingen am Kreisel. Und wir schauen mal, wo wir hinlaufen müssen. Okay. Aber wir haben schönes Wetter. Von daher alles gut. Wir sind jetzt ungefähr seit 40 Minuten unterwegs. Ich glaube, zurück nehmen wir uns ein Taxi wieder. Entschuldigung.
Ist da irgendwie eine Gaststätte oder irgendwas, wo man sich mal setzen kann? Was ein Kaffee? Aus Stadtmitte geht da hin, gell? Was ist hier? Ja, Stadt. Bitte trinken von dem Suf. Wenn Sie in die Stadt wollen, dann können Sie auch gerade einfach hier hoch. Bis ganz hoch, bis zum Kreisverkehr. Und dann links, einfach immer geradeaus. Und dann sind Sie schon in der Stadt und da ist dann ganz viele Cafés und so. Und wenn man hier hochgeht, wo kommt man hier? Dann kommen Sie in den Park. Da ist auch was, aber ich finde es nicht. Dann gehen wir in die Stadt. Okay, gehen wir. Was ist näher? Die Stadt. Die Stadt ist näher. Ja. Also die Richtung. Danke. Ja, super, danke schön. Ich bin ja in der Sonne. Du bist doch. Und ich sitze im Schatten. Wollen wir nochmal? Nee, ist alles gut. Hi. Sushi-Box. Wir sind aber am falschen Ding, du. Wir sind hier im Sushi-Box. Und da kann man doch sehr bloß was trinken. Der Kaffee ist da drin. Ach so. Ja. Sushi? Ja? Oh, da müssen wir okay. Wieder. Okay. Stimmt, aber sehr lecker. Sehr lecker. Ja, aber wir haben ja Eisdurst. Ja. Hier vielleicht? Eben saßen wir noch in der Sushi-Bar, jetzt haben wir es aber geschnallt, dass wir auf einem Café sitzen. Jetzt waren wir im Tower und haben die Rechnung bezahlt. 12 Euro ist relativ günstig. Davon waren, glaube ich, 6 Euro Landegebühr und 6 Euro Übernachtung, dass wir den Flieger hier abstellen konnten. Jetzt machen wir uns so langsam mal auf den Weg, checken nochmal das Wetter und dann geht's zurück nach Hause. Ja, das gehört dazu. Das ist ganz schön dreckig, das Ding. Oh, hier. Und, wie war die Reise? Total viel Spaß gemacht. Was hat dir am besten gefallen? Das Liegen und so, das unabhängig sein. Irgendwo bleiben, was einem gefällt. Dann übernachten, schöne Abend verbringen. Das ist toll. Hat was. Ja.